Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sophia. Und ja, wir befinden uns wieder in diesem schönen Raum mit diesen Ratten. Ich kann mich einfach nicht mit Puppen anfreunden. Das habt ihr extra gemacht. Ihr habt alle gewusst, dass. Bitte aufmachen. Ich verstehe immer noch nicht, was das mit diesen. Ja, so Puppen. Ah, ja, gut. Den Boden haben wir auch schon demoliert. Gone. Gegangen. Ich wie, was ist gegangen? Das sieht doch schon wieder so einladend aus wie, hier möchte ich gar nicht erst reingehen. Hallo, da ist eine Kiste. Kiste sieht offensichtlich aus. Okay, lass mir die Tür zu. Ja, so ist. Ja, komm. Da ist was. Was haben wir da? Da nicht? Da. Hickory dickory dock. The mouse ran up the cock. The cock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Was ist dein Problem? Ich weiß, dass wir die Uhr ganz am Anfang schon mal gefunden hatten, aber Himmel, Herrgott, der hat ich, wenn ich mich jetzt umdrehe. Puh, ist alles noch, wie es sein sollte. Ja, ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass irgendwas Komisches passiert. Kann ich das bitte einmal aufmachen? Dankeschön. Viele Blätter, aber nichts, was hilfreich sein könnte. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Irgendwas mit Gorn war da. Wer ist jetzt weg? Habe übrigens nochmal darüber nachgedacht, dass ich irgendwie überall hängen bleibe. Nein, das meine ich nicht. Dass nachdem allem was passiert ist, dass ja wir irgendwie als böse dargestellt werden und das war eine quietschende Tür, das habe ich eindeutig gehört. Oh ja, dass wir auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, was wollte ich denn? Was soll denn der Mist? Ich sehe doch sowieso nichts. Oh, warte mal, ich könnte Licht anmachen. Alter. Hä? Und was willst du mir sagen? Ah. Floor creepers, traps on the floor. Devouring my food, afraid to walk. Das würde erklären, warum wir in unserem Arbeitszimmer. Jetzt ist gut! Mein Gott! Nicht mal in Ruhe hier Sachen angucken lassen. Jetzt mal ganz ehrlich, wo kommt das her? Ich höre komische Dinge öffnen und schließen. Kann ich das aufmachen? Nein. Boah, jetzt ist aber gut. Jetzt gehe ich einfach durch die Tür. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch stecken. Warte, was war das? Hä? Ich wusste gar nicht, dass der Kronen. Ach, das ist das Kabel vom Kronleuchter. Ich. Ach Gott, ihr seid so scheiße. Da hängt was. Da hängt nichts. Ach ne, das ist der Baum. Ich habe mich schon wieder selbst aus dem Konzept gebracht. Wahnsinn, das kann ich hervorragend. Was wollte ich sagen, nach allem, was passiert ist, und ihr kennt meine Theorien mittlerweile alle schon auswendig wahrscheinlich, dass vielleicht wir eigentlich tot sind. Dass das alles, das gar nicht wirklich passiert, sondern dass wir umgekommen sind in dem Feuer, weil wir haben ja auch schon öfter mal brennen gesehen, dass es durchaus möglich sein könnte. Ja, ich weiß. Oh, Maulkorb, Hund. Mal wieder Hund. Oh, for fuck's sake! Could someone shut up that damn dog? Scratching and squeaking behind the walls is bad enough. Gut, also sind wir verrückt schon von Ratten gewesen und vielleicht haben wir das ja selbst gelegt, das Feuer, wer weiß. Aber unser Hund geht uns anscheinend auch schon auf den Sack, wie schön. Schade eigentlich. Will ich mich wirklich umdrehen? Was ist denn jetzt passiert? War hier nicht noch mehr Schutt? Bin ich jetzt blöde? Hallo? Wow. Okay. Was ist jetzt passiert? Das Bild hat sich verändert. Ja, ich guck da auch mal hin. Da ist doch gar nichts. Jetzt habe ich mich schon wieder selbst aus dem Konzept gebracht. Also, naja, auf jeden Fall, wir sind vielleicht zurück, wollten unsere Frau retten und unsere Frau hat irgendwie.
Jetzt habe ich es geschnallt. Das Bild wird immer weiter und weiter und wahrscheinlich können wir da später durchgehen. Oder wir werden von ihm Riesenbilder erschlagen. Na komm. Oh. Und näher. Und näher. Und näher. Mami! Also so nah wollte ich dann bitte doch nicht. Also. Auge. Geschlossenes Auge. Geschlossenes Auge. Geschlossenes Auge. Geschlossenes Auge. Geschlossenes Auge. Okay. Jetzt. Nicht geschlossenes Auge. Geschlossenes Auge. Offenes Auge. Gut, wir halluzinieren. Haben wir vielleicht Crystal Meth genommen? Okay. War das jetzt ein Auge oder unser Herzschlag? Das ist... Ach, und wir beginnen das mal wieder mit am Boden liegenden Sachen. Also, wir liegen am Boden. Ich glaube, das war in Amnesia doch genauso, dass man... Sind wir immer noch im selben Raum? Habe ich eigentlich alles zu Ende geguckt? Ich habe mich schon wieder selbst unterbrochen. Also es ist auf jeden Fall schon mal klar geworden, dass ich meinte, dass... das sieht wesentlich besser aus als vorher. Und ich dachte, der Raum wäre mal länger gewesen. Aber kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Hervorragend. Gehen wir nochmal rum. Vielleicht hat sich da irgendwas verändert. Nein. Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also vielleicht irgendwie ist das Haus in Brand gesetzt worden. Und ich frage mich mal noch, was es mit dieser schwarzen Frau auf sich hat, die wir öfter sowieso schon... Dankeschön. Den Raum waren wir doch auch schon mal. Aber der verändert sich. Dich, Ratte. Das war ein Lag. Ratte, du hast ein Lag verursacht. Schäm dich, Ratte. Oh Gott, da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Und was ist das? Das ist wieder dieses abgeschlossene Dingselbumsel. Und da höre ich was. Und da nicht. Und deswegen gehe ich jetzt erst hier gucken. Oh, sieht... Kann man dahinter gucken? Hallo? Na, hervorragend. Canvas Crawlers. Mass of Pulsating? Oder was steht da? Pulsating für Poison to Paint. Fire. Final Solution. Aha. Da haben wir wieder was ich gerade gesagt habe. Vielleicht haben wir das Feuer gelegt. Weil wir diese kacke Ratten nicht mehr sehen wollen. Und dabei sind Frau und Kind gestorben. Oder nur Frau und Kind ist. Keine Ahnung was. Jetzt verstehe ich das mit dem Poppen aber wieder nicht. Das ist verwirrend. Ich weiß nicht. Oh nö. Jo. Jo, nö. Jo. Oh schön, da hämmert gerade jemand in meinem Haus. Ich hämmer gleich mit. Ah, strange. Was ist das? Irgendwas ist da unten. Feuer? Und da fliegt was rum. Und die Tür nicht mehr. Chateau. Ich hab's. Chateau. Touché. Da ist eine Ratte im Arm bei der Frau. Oder bei dem Mann. Oder was auch immer es sein soll. Ich kann das nicht richtig. Ich höre schon wieder Dinge von den Wänden. Ach, das ist eine Tür. Okay, aber, das hört sich doch cool an. Ups. Okay. Aha. Da sind Ratten auf der Rückseite. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hallo? Auf die Ratten drauflaufen? Oh, vielleicht wird das nicht so eine gute Idee. Riesenratte irgendwo vielleicht? Och, das geht ja noch. Da liegt eine tote Ratte, oder? Rodents everywhere in this shithole. Maybe if you stopped feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Ja. Jo. Das läuft doch hier. Hey Ratte, du hast hinten dein Fell verloren.
Junge, egal was du nimmst, nimm weniger davon. Ganz ehrlich. Sind noch mehr Ratten? War es eigentlich richtig, dass ich zu der Seite gegangen bin? Weil nur hier liegt eine Ratte. Hätte ja sein können, dass... Ja, keine Ahnung. Bisschen. Ja, ist gut, ihr braucht da oben nicht besser Ratantatan. Das ist bestimmt die Rache für meine lauten Schreie. Von wo kamen wir denn jetzt her? Von da oder von da? Wieso brennt das eigentlich? Ach, warte mal. Das Haus hat ja auch gebrannt. Ah. Ach stimmt, die Fliegen sind weg. Warte, da geht's lang. Ja, ja, komm, bumm, geht die Tür zu. Was? Was sind das jetzt? Fliegende Ratten oder was? Das hört sich komisch an. Aber ich will das jetzt nicht weiter hinauszögern. Der Boden glitzert. Ach nein, das sind Ratten. Haben die Ratten das Feuer gelegt oder was? Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt werden wir nicht mehr von einer Frau ohnmächtig, sondern von Ratten. Den Raum kennen wir doch mittlerweile. Warte mal, durfte ich da jetzt nicht hergehen oder was? Das verstehe ich nicht. Is it all worth it? Die Decke tropft. Ich weiß nur nicht von wo. Was? Hallo? Ich kenne mir doch auch mittlerweile. Was ist denn das für eine Lampe? Kann ich mir wieder was aufmachen? Oh, da steckt doch was drin. Ach Gott. Ich mach das anders. Julie... Nein, ich sehe das. Judging by the silence that has now fallen over the house, I can safely assume that he has finally passed out. Undoubtedly, surrounded by empty bottles and tattered pieces of canvas that have become his preferred bedfellows. Every time it happens, I pray it will be the last. I pray fervently, passionately. O Lord in heaven, let him crack his head open and the rot sprue out. Let him cut his wrist on the glass and the red bile flow. Let him choke on his own vomit so that we may all find peace. For if you don't, one day I will find the courage to walk down the steps and end him myself. You of all should know, it's not the lack of will that stays my hand. Amen. Bitte was? Habe ich jetzt wirklich damit richtig gelegen, dass ich gedacht habe, dass dass wir gestorben sind? Ey, krasse Scheiße. Also hat die Frau uns doch umgebracht, oder? Warte. Hallo. Hat sie uns mit Rattengift oder mit Ratten umgebracht? Das verstehe ich jetzt nicht. Don't look back. Ich werde jetzt nicht zurückgucken. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Gut. Nee, wir gucken jetzt nicht zurück. Die will uns ja sowieso umbringen. Was hat das zu bedeuten? Da ist was. Unsere Weinflasche. Nein, unsere Whiskyflasche. This is what helps put money on the table. Not like you're any help to me anymore. Okay. What the fuck? Was ist das hier? Hallo? Diese Bilder sind ganz komisch. Ich habe das Gefühl, die wird uns gleich jagen. Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein... Oh. My dearest wife, I know that the past few months have been devastating. I know that I should have been more supportive, more caring, more selfless. I still can't believe some of the things I say to you. I guess I was never meant to be a great husband or father. I thought I could be a great artist, but that dream has ended as well. In its absence, I will do my best to treat you with all the love and compassion you deserve. You are the love of my life, my muse. You will never read this letter. I'm so sorry. Ich bin auch zutiefst bestürzt. Ich weiß ganz genau, wenn ich mich umgedreht hätte, wäre da wieder diese heulende alte Schachtel gewesen, die mich umgebracht hat. Weint sie, weil sie mich um... Oh, da ist ein Schrank. Öffnen wir doch mal die Schranktüren. Willst du mich verarschen? Okay. Hallo?
Was ist das? Was ist das für ein Mechanismus? Das sieht doch schon wieder so aus, als würden da gleich wieder Ratten rauskommen. Das sieht doch so voll aus, als würden da gleich wieder Ratten rauskommen. Na gut. Gott. Ich bin noch weiter irritiert als ihr, weil in meinem Haus hier einer rumklopft. Ja, was denn? Was denn? Das ist voll strange. Was ist das? Handschellen? Keine Ahnung, was das ist. Oh, da steht was. A little pain goes a long way. Ist hier irgendwas zum Überprüfen? Nein. Oh, die Tür ist weg. Hervorragend. Jetzt frage ich mich, ob ich hier... Ich habe leider nicht sehe da irgendwas, aber... Ah. Ich will ja nichts sagen, aber... Wie zum Teufel kriegt man diese Tür auf? Ja. Hier? Auch nicht. Kann ich hier irgendwas aufheben? Auch nicht. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Oh. Ach so, das war nur... Oh! Ah! Oh mein Gott. Oh Gott. Sind das die Ratten? Und dann ziehen wir doch nochmal. Geht die Tür jetzt auf? Nö. Ach, wenn wir nichts anderes tun, dann ziehen wir nochmal. Gott, was war das denn? Bringen wir jetzt Kinderratten oder Menschen um? Jetzt ist wieder Stille. Ne, jetzt auch nicht. Nochmal ziehen? Was denn? Ich kann... Ach, ich kann nicht mehr ziehen. Kann ich die Tür jetzt aufmachen? Ah, ich kann die Tür aufmachen. Hervorragend. Oh Gott, ein dunkler Raum. Ich hasse dunkle Räume. Aber ich gehe einfach mal weiter. Frau in Schwarz, bist du da? Das ist eine Tür. Das ist eine helle Tür. Ach, nicht schon. Hallo, Ratte. Wieder so ein Raum. Anscheinend können Ratten jetzt schon Elektrizität hervorrufen. Das ist irritierend. Ich gucke jetzt diese Lampe an und mache einen Schnitt.